Das Tracheln hat in den letzten Jahren wieder einen Lebensaufschwung genommen. Das ist meistens halt gerade Hobby-Drechslerei einfach. Ich weiß nicht wieso, vielleicht kommt der Rohstoff Holz einfach wieder zurück, damit dann einfach was anfangen kann wieder. Ja, meine Leute haben gesagt, ich sollte die Pfachschule gehen, mit Holzfachschule aussehen. Da habe ich mir gedacht, ja, wollen sie das einbieten? Ich habe da noch gar nicht so viel drauf geschlagen. Da habe ich aber in Musikinstrumentenbau angefangen. Da bin ich 2 Jahre gegangen. Und da bin ich aber Nachmittag schon einmal zu den Traxlern hingeschnuffelt. Weil das hat mich interessiert einfach. Das ist, da hast du gleich was gesehen. Ich gehe hin, schneide mir Holz drum an und wie es wird, so wird's. Es ist klar, jemand muss halt Auftragsarbeit nein. Da muss halt auf die Schüssel so weinen, wie es der und derjenige haben will. Oder am liebsten ist, wenn man einfach in der Früh rausgeht, die Werkstatt einhört, irgendwo Holz drum anschneiden, schau. Und was die Form ergibt sich auf der ersten Holz eigentlich. Ja, die Werkstatt haben wir oft bei Zeit mit dem Tato, mit der kleinen Werkstatt, aber mit den anderen auf einer Traxelbank. Du hast bei dir da Arbeit gewesen, bin, hat eh traxelt, bei dem anderen bin ich auf die traxelt. Da haben wir auch gesagt, nein, machen wir eine, sei mir Werkstatt da. Und da, wo ich hier zog, da sind die Schafen hingewiesen. Also, ich sitze eigentlich auf dem Misthaufen. Ja, die haben uns oft eingerichtet und oft haben wir eine Traxelbank gekauft, eine gescheite. Kann ich das nicht mehr riecht, weil die hat jetzt 96 Kilo über den Daumen, gell, da magst du auf die großen Trimmer auch einspannen. Und die U-Wuchten vor allem. Das tue ich jetzt seit meinem 16. Lebensjahr, seit 22 Jahren. 23 Jahre durch jetzt Traxeln. Aber die verschiedenen Holzarten, vor allem die einheimischen Hützer, die Äpfelbaum, Birnbaum, Zwischenbaum, ganz ein schönes Holz. Da haben wir einen Äpfelbaum haben wir da getraxelt. Gehst du halt raus, schneidest du so ein Rahlloch, rumst du schon was fichtig auch wieder. Am liebsten von der Farbe und von der Ausstrahlung her ist mir der Zwischenbaum. Das ist schon so, das Kernholz ist total rot und lila und auf der Weiß springt dazu, das ist das Schönste. Ja, Lieblingsstücke habe ich, und das ist aus dem Zwischenholz geworden. Habe ich auch zur Technik geplant, das habe ich auch gerade so Hitanlagen gehabt bei der Garage. Da haben wir es halt hergeschnitten und auf das auf einmal draus waren. Das habe ich auf meine Frau geschenkt zum Geburtstag, die freut sich fein darüber. Ja, ich bin auf Weihnachtsmärkte vertreten. Und oben habe ich natürlich einen Schauraum auch gar einrichten müssen, weil ich gar kein so viel Zeug zusammen. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Da auf einer anderen Stadt bin ich auch scheiße nicht.